Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Genre im Fokus. Und heute stellen wir euch diese vier großen thematischen Spiele vor. Und ich will mal ein bisschen darauf schauen, ob die Thematik und die Spielmechanik gut ineinander überfließen oder ob es da doch eher einen großen Unterschied zwischen Thematik und Spielmechanik gibt. Ja, und wir beginnen mit Freshwater Fly. Freshwater Fly ist ein Spiel vom Autor Brian Suhur mit Illustrationen von Daryl T. Jones. Es ist für 1 bis 4 Spieler ab 14 Jahren, dauert ca. 90 Minuten und ist bei Spielefable erschienen. Ja, und gleich das erste Spiel hat ein sehr unverbrauchtes Thema, wie ich finde, nämlich das Fliegenfischen. Zumindest kenne ich kein einziges Spiel, was sich ebenfalls mit dem Fliegenfischen beschäftigt. Und wir haben hier tatsächlich diese Fliegen, die vorne an den Angelhaken praktisch drankommen. Die müssen dann farblich passend zu den Larven sein, die sich in bestimmten Gebieten des Flusses rumtreiben. Und was auch sehr thematisch ist, wir haben hier unsere Angel und die werfen wir mit einem bestimmten Mechanismus in den Fluss und versuchen dann diesen Fisch, bei dem sie gelandet ist, zu fangen. Aber das kann auch schief gehen, was aber nicht so dramatisch ist bei dem Spiel. Man kann es sogar einkalkulieren. Und dann treibt die Angel einfach weiter hier im Fluss und dann versucht man halt den nächsten Fisch zu fangen. Und man kann sogar sein Glück sehr stark reduzieren, sogar bis auf 0 runter, wenn man sich gut vorbereitet. Und dann weiß man nur nicht, welchen Fisch genau man fängt, meistens. Oder man kann sich so gut vorbereiten, dass sogar man ein hundertprozentiges Wahrscheinlichkeit hat, diesen einen Fisch, den man unbedingt will, zu fangen. Also das funktioniert hier sehr gut. Es ist wenig Glück, viel Taktik, aber trotzdem sehr schön umgesetzt. Und auch dann geht es wunderbar weiter, weil je nach Größe des Fisches, also in dem Fall farblich dargestellt, ist es schwieriger, mit der Angel einzuholen. Und wir haben hier richtig dieses Rad von der Angel, mit dem wir den Fisch dann drehend einholen. Und der kommt immer näher und irgendwann haben wir ihn dann. Und dann ist er Punkte wert. Und das finde ich hier richtig cool gemacht bei dem Spiel. Und zum Beispiel ist es schwieriger, direkt an einem Felsen einen Fisch zu fangen. Deswegen kriegen wir da einen Bonus. Wir können da oben solche Bonusplättchen uns ergattern, die uns nochmal auf eine bestimmte Art und Weise beim Angeln helfen. Wir haben hier diese verschiedenen Larven, die immer zu dieser Fliege passen müssen. Und im Fluss treibt alles weiter. Und also das gefällt mir richtig gut. Und ich finde, hier greift eben dieser Mechanismus sehr gut in die Thematik rein. Also das ist wirklich, man fühlt sich tatsächlich ein bisschen, als würde man angeln. Und das ist auch so, finde ich, ganz bisschen der einzige Nachteil bei dem Spiel. Aber das ist tatsächlich ja beim Angeln auch so, dass man immer das Gleiche macht. Das klingt jetzt sehr hart, weil so hart ist es nicht. Aber tatsächlich, man holt sich einen Fisch und dann holt man den Fisch rein. Dann wirft man wieder die Angel, holt wieder einen Fisch rein. Klar, das ist Fischen. Wie man den reinholt, da passieren immer unterschiedliche Dinge. Daher geht's wieder. Aber insgesamt in dem Spiel macht man das eben einige Male. 7 oder 8 Fische kann man hier im besten Falle ergattern. Und das ist so das Einzige, wo ich sage, ich hätte mir noch einen ganz kleinen Ticken mehr Abwechslung gewünscht. Aber ansonsten ist das Spiel richtig gut. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Man kann auf viele Dinge achten. Es gibt viele Dinge, die am Ende punkten. Nicht nur die Fische selber, man kann auf Sets achten. Jeder hat hier so ein bisschen nochmal so ein persönliches Punkteziel, auf was man achten soll. Zum Beispiel bestimmte Farben von Larven sind mehr wert. Die Larven, das sind dann die, die hier reinkommen, mit der man praktisch den ganzen Fisch auch einholt. Man kann hier gucken, zum Beispiel derjenige mit den meisten Korolachsen am Ende, der kriegt nochmal extra Punkte. Darauf kann man achten. Man kann gucken, dass man möglichst immer an diesen Felsen Fische abgreift, damit man nur noch einen kleinen Bonus kriegt für den Rest des Spiels. Manche Fische zum Beispiel haben einen größeren Widerstand, die zappeln mehr, die sind schwieriger einzuholen als andere. Und es gibt eben auf dem Ganzen basiert ein Würfelmechanismus, der Würfelpool wird geworfen und man sucht sich dann, wenn man dran ist, immer Würfel aus. Einen Würfel aus, welchen man jetzt benutzen möchte. Und je nachdem, welche Zahl drauf ist, kann man halt, wenn man gerade beim Einholen ist, so und so oft weit drehen, minus den Widerstand des Fisches, weil der sich ein bisschen wehrt, oder eben an die Stelle hier im Fluss einwerfen. Und je höher die Würfelzahl ist,
desto besser ist es in den allermeisten Fällen. Aber wer am Ende der Runde die niedrigste Summe an Würfeln hat, der wird neuer Startspieler. Und der Startspieler bekommt immer einen Würfel mehr als die anderen in seiner Runde. Und das finde ich hier einen sehr guten Mechanismus, warum es eben auch mal attraktiv sein kann, niedrigere Würfel zu nehmen. Und ich meine, klar, diese Würfelthematik hat jetzt nichts mit dem Fliegenfischen zu tun, aber alles andere ist doch sehr nah am Fliegenfischen. Und ja, das gefällt mir richtig gut und es ist ein tolles Spiel, was ich immer wieder gerne mitspiele. Und das hat mich richtig gepackt. Ich finde es nur, wie gesagt, hinten raus einen ganz kleinen Ticken vielleicht zu lang, weil man dann doch immer das Gleiche macht. Aber ansonsten richtig, richtig gut gelungenes Spiel. Ja, und dann schauen wir uns als nächstes Dice Hospital an. Dice Hospital ist ein Spiel von den Autoren Stan Kordensky und Mike Nutt mit Illustrationen von Sebastian Kurziner und Sabrina Miramo. Es ist für 1-4 Spieler ab 10 Jahren, dauert ca. 45 bis 90 Minuten und bei LA Cat Games und der Spieleschmiede erschienen. Ja, bei Dice Hospital, da managen wir ein Krankenhaus und was auch hier wieder sehr schön umgesetzt ist, wir haben die Krankenwagen und am Anfang vom Tag kommen die praktisch mit dem Patienten an und die einzelnen Krankenhäuser, also jeder Spieler praktisch, muss erstmal gucken, welche Patienten kommen zu mir. Und diese Patienten hat man dann irgendwie an der Backe und man muss dann darauf achten, dass man genug Platz hat, um überhaupt die Patienten unterzubringen in seinem Krankenhaus. Dann hat man die Möglichkeit, noch Spezialärzte anzuwerben, die dann für einen arbeiten. Oder man hat die Möglichkeit, sein Krankenhaus zu erweitern. Auch hier muss man immer gut schauen, was brauche ich gerade? Habe ich überhaupt Platz für einen weiteren Facharzt? Weil es bringt mir nichts, wenn ich nicht genug Räume habe, in denen die Fachärzte arbeiten können. Wenn die praktisch den ganzen Tag hier im Schwesternzimmer verbringen, dann nutzt mir das auch nichts. Also muss ich ab und zu mal neue Räume anbauen. Natürlich haben die Räume Spezialfähigkeiten. Das könnte man auch als thematisch bezeichnen, weil sie halt hier zum Beispiel ein Allergiezentrum und da kann besonders gut die Apothekerin drin arbeiten und sowas, also das passt hier alles sehr gut. Was ich auch schön finde, man kümmert sich dann um die einzelnen Patienten und Ziel ist es, die praktisch, also man hat ja auch die Würfel, aber die werden nie geworfen, sondern außer ganz am Anfang, bevor sie in den Krankenwagen kommen. Es geht einfach darum, die Würfel zeigen die Gesundheit an und wenn einer von einer 6 auf eine 7 gedreht werden würde, dann ist der Patient gesund und dann kommt er hier in den Entlassungswartebereich und am Ende der Runde kriegt man Punkte dafür, wie viele Patienten man gesund gepflegt hat. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wenn man in einer Runde Würfel gar nicht beachtet hat, also mit denen gar nichts gemacht hat, das kann man daran sehen, immer wenn man an einem Würfel arbeitet, dann wandert der so nach unten und am Ende sind dann ein paar Würfel oben. Und wenn jetzt ein 1er-Würfel vernachlässigt wurde, dann ist leider der Patient verstorben, weil wir haben ihn vernachlässigt und ja, dann kriegen wir Minuspunkte. Das hier finde ich auch wieder sehr schön gemacht. Man fühlt sich jetzt nicht so wie bei Freshwaterfly, man ist eine Person, die angelt. So ist es hier nicht. Man ist jetzt nicht der Arzt, der behandelt, sondern man ist, naja, man könnte vielleicht sagen, so der Manager des Krankenhauses und legt fest, welche Ärzte gehen wohin, welche Ärzte kümmern sich um welchen Patienten. So eher. Deswegen ist es nicht ganz so thematisch wie jetzt Freshwaterfly. Man fühlt sich nicht so, als würde ich jetzt wirklich da einen Patienten behandeln. Aber trotzdem für die Krankenhausthematik ist schon viel dran, wo man sagt, ah ja, das macht ja Sinn. Erst kommen die Patienten an. Patienten, um die ich mich nicht kümmere, klar, denen geht es schlechter. Patienten, die ich sehr gut pflege, die kann ich dann wieder entlassen. Ich brauche genug Platz in meinem Krankenhaus. Die Ärzte kommen und wollen natürlich auch ihren eigenen Raum haben, ihr eigenes Behandlungszimmer haben. Das finde ich hier sehr schön thematisch umgesetzt. Vom Spielgefühl her muss ich sagen, die ersten 2-3 Partien fand ich es richtig cool. Da hat es mir sehr gut gefallen, weil es eben auch so, man gut nachvollziehen konnte, was ich jetzt gerade mache. Und man auch so für cool, den habe ich jetzt gerettet. Und dann irgendwann hat man festgestellt, okay, es kommt eigentlich nur darauf an, irgendwie auf eine Runde zu spielen, wo man sehr viele Patienten auf einmal entlässt. Denn so punktetechnisch
Es ist so, wenn man nur einen entlässt, man hat da, das sind praktisch eine Wertung, je mehr ich entlasse, desto viel mehr Punkte gibt's. Wenn ich zum Beispiel nur einen entlasse, gibt es nur einen Punkt. Wenn ich 6 entlasse, schon 11. Wenn ich in einer Runde schaffe, 10 zu entlassen, dann kriege ich 25 Punkte. Das heißt, es lohnt sich nicht, jede Runde so 2-3 zu entlassen, sondern es macht mehr Sinn, mal vielleicht gar keinen oder nur ganz wenig zu entlassen und darauf zu sparen, dass man praktisch nach einer Runde alle oben schon auf 5 oder 6 hat, damit man in der nächsten Runde einen ganzen Schwung an Leuten entlassen kann. So ist das Spiel ausgerichtet und das finde ich dann wiederum sehr unthematisch, weil im Krankenhaus ist ja eigentlich eher so ein Fluss an Leuten, die kommen und gehen. Und eigentlich würde es thematisch mehr Sinn machen, wenn ich immer gleichmäßig so viele, wie ich kriege, auch wieder entlassen kann. Und nicht, ich suche mir eine Runde, auf die ich komplett hinarbeite, wo dann alle gleichzeitig entlassen werden. Und dann muss ich sagen, war es dann doch immer das Gleiche. Also es gibt wenig Abwechslung in dem Spiel. Man kriegt zwar immer andere Fachärzte und vielleicht werden auch andere Räume aufgedeckt, aber die Räume sind jetzt nicht so unterschiedlich, dass man sagt, boah, ich fahre jetzt eine komplett andere Taktik oder so, sondern wenn man einmal den Dreh raus hat, dann wird man das immer wieder so machen und dann fehlt mir da so ein bisschen die Abwechslung hinten raus. Und deswegen die ersten 2-3 Partien, bis man das mal so raus hatte, waren richtig cool und man hat sich dann auch so ein bisschen wie so ein Krankenhausmanager gefühlt, hat sich gefreut, wenn man viele entlassen kann, weil es denen wieder gut geht, hat sich gefreut, wenn man am Ende des Spiels, wenn kein einziger gestorben ist, sowas. Und aber dann war es dann doch irgendwie immer das Gleiche. Das fand ich ein bisschen schade und da hätte ich mir gewünscht, dass noch ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt. Es gibt dann zwar noch so Sonderkarten, die man mit reinnehmen kann oder ein bisschen andere Krankenwagen, die man mit reinnehmen kann. Aber das hat es jetzt auch nicht so ausgemacht. Also das verändert das Spiel dann nicht so, dass ich sage, oh, jetzt auf einmal habe ich 10 Taktiken, die ich alle gerne mal ausprobieren möchte. So war es halt dann nicht. Ein bisschen schade, aber so für die ersten Male echt ein cooles Spiel. Ja, und jetzt machen wir weiter mit Arctic Scavengers. Arctic Scavengers ist ein Spiel vom Autor Robert K. Gebhardt mit Illustrationen von Martin Hoffmann. Es ist für 2 bis 5 Spieler ab 13 Jahren, dauert ca. 60 Minuten und ist bei Ass Altenburger und Rio Grande Games erschienen. Arctic Scavengers ist ein klassischer Deckbilder, würde ich sagen. Dazu gehören hier praktisch diese ganze Spalte, hier diese ganzen Karten. Wir haben ganz klassisch, wie man es auch von Dominion kennt, verschiedene Haufen mit Leuten, denn wir befinden uns im Eis, die Welt ist zerstört und wir müssen sie wieder aufbauen und es bilden sich so Krüppchen. Wir spielen praktisch immer so eine Bande, die Leute anzieht und diese Banden sind alle verfeindet, wir bekriegen uns auch und wir wollen natürlich am Ende die meisten Leute in unserer Bande haben, weil es gewinnt derjenige, dessen Bande aus den meisten Personen besteht. Das kann man auf den Karten immer da unten erkennen. Also es gibt nicht jede Karte ist eine Person. Es gibt auch Zubehör, Werkzeuge und so weiter, die dann natürlich keine Personen sind. Aber es gibt auch Karten, die eben, wo eine Karte, wie hier zum Beispiel, mehrere Leute sind. Oder hier sogar der Kampftrupp, die kommen gleich zu dritt. Und ansonsten ganz klassisch, wir haben unsere Handkarten. Wenn wir dran sind, spielen wir die aus. Es gibt hier diese Symbole am Rand. Ich nehme mal das als Beispiel. Beziehungsweise die hier, der Plünderer, also der kann nämlich von allen etwas. Am Anfang kann ich so viele meiner Karten ausspielen, wie ich will. Die bewirken, dass ich weitere Karten von meinem Deck nachziehen kann. Dann ist die Karte aber benutzt und weg. Oder ich hebe mir die Karten auf und will hier damit buddeln. Buddeln heißt, ich gehe zum Schrottplatz und darf mir so viele Karten nehmen, wie ich eben Buddelsymbole habe und dann eine davon aussuchen. Das kann gut oder schlecht sein, weil im Schrottplatz ist auch Schrott, der verstopft einfach nur mein Deck. Aber im Schrottplatz gibt es eben auch gute Karten, zum Beispiel Medizin, die wichtig ist, um später hier neue Leute kaufen zu können. Dann habe ich hier dieses Essens-Messersymbol, das erlaubt mir, neue Leute zu kaufen. Zusammen mit dieser Medizin, die ich dann vielleicht schon bekommen habe, zum Beispiel, wenn ich den Gruppenanführer kaufen möchte, brauche ich eben 2x Medizin und 2 von diesen Symbolen hier.
um mir den in mein Deck zu holen. Der kommt ganz klassischerweise auf den Ablagestapel und wenn der Nachziehstapel leer ist, dann kann ich den Ablagestapel mischen und dann werde ich den irgendwann auf die Hand kriegen. Genau. Und dann, und das ist hier vielleicht anders als in Dominion, die Karten, die ich nicht benutzt habe, weil ich sie nicht benutzen konnte oder wollte, die behalte ich verdeckt vor mir und die gehen später in meine Kampfwertung ein. Weil ich habe ja gesagt, wir kämpfen auch und wir haben hier umkämpfte Ressourcen und wenn jeder einmal dran war, dann wird verglichen. Jeder deckt seine aufgehobenen Karten auf. Man kann auch geblufft haben und hat gar keine Kampfstärke. Aber bei jedem wird dann praktisch die Kampfstärke von aufgehobenen Karten addiert. Und wer da das meiste hat, der erhält die umkämpfte Ressource. Und das sind meistens sehr starke Karten, die dann eben in mein Deck hinzukommen. Manchmal ist es aber auch eher so, dass man sagt, ach, ja, es hat sich jetzt vielleicht nicht gelohnt, weil es kann auch mal sein, dass man seine komplette Hand einfach hinten für einen Kampf aufhebt, und dann, weil man irgendwie dann 7 Kampfsymbole hatte und denkt, okay, damit werde ich wohl gewinnen. Und dann kriegt man die Karte und das war irgendwie trotzdem nur so eine läppische Person, die mir gar nicht so viel bringt. Das kann passieren, das ist dann so ein bisschen schade, weil man dann irgendwie wie so einen vergeudeten Zug hat. Und noch schlimmer ist es, wenn man eben alle Handkarten aufgehoben hat und man dachte, oh, mit 7 Symbolen zum Beispiel komme ich richtig weiter, werde ich das gewinnen. Und jemand anderes hatte einfach 8 Symbole auf der Hand. Dann hat man seinen ganzen Zug einfach gar nichts gemacht. Und das passiert sehr häufig. Das Spiel ist bis zu 5 Spieler. Ich würde sagen, zu 5 habe ich es einmal gespielt und ich will es nie wieder zu 5 spielen, weil es ist so oft passiert, genau das, was ich gerade beschrieben habe, man hat einen Zug, wo man einfach gar nichts gemacht hat. Das Spiel dauert ewig, weil bis jeder seinen Zug gemacht hat und dann noch diese umkämpfte Ressource vergeben wurde, das ist echt sehr langatmig und man spielt den ganzen Stapel an umkämpften Ressourcen runter. Das sind, glaube ich, 17 Runden. Und in den ersten 2 Runden gibt es nicht mal umkämpfte Ressourcen. Also das Spiel ist unfassbar lang zu 5. Und was auch passiert ist, also wir haben es in der Grundversion erstmal gespielt, dann sind uns die Karten ausgegangen. Das heißt, man konnte nicht mal mehr neue Karten nachkaufen. Man konnte nur noch entweder zum Schrottplatz gehen oder alle Karten aufheben, um so eine umkämpfte Ressource zu bekommen. Und das war ganz furchtbar. Also zu 5. Und würde ich es gar nicht mehr spielen. Zu 4 ist es auch schon ähnlich, da würde ich es auch weniger gern spielen. Zu 2, zu 3 ist es dann schon deutlich besser. Und Gott sei Dank sind hier gleich 2 Erweiterungen drin. Dann kommt dann zum Beispiel sowas wie Konstruktionspläne mit rein. Da kann man mal Karten speichern für die nächste Runde. Das finde ich sehr angenehm, weil dann hat man nicht mehr dieses so, oh, ich habe eine Karte an, ich kann gar nichts Sinnvolles mehr damit machen. Das fällt dann weg, weil dann kann man die wenigstens ein bisschen speichern. Und kann dann in der nächsten Runde die wieder rausholen und aus den Vollen schöpfen. Das finde ich gut, das macht total Sinn. Und deswegen bin ich super froh, dass es hier die Erweiterung gibt. Und am besten gefällt es mir einfach zu 2 mit Erweiterung, weil dann hat man einfach die meiste Auswahl, dann geht es auch flott und dann ist es auch okay. Dann ist es auch ein gutes Spiel. Aber in großen Runden, um Gottes Willen, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und es war einfach nur zäh und langwierig. Also das kann ich nicht empfehlen. Aber für Leute, die, wenn ihr gerne zu 2 oder zu 3 spielt dann und Deckbauer mögt, dann ist das schon ein gutes Spiel. Und genau, so thematisch finde ich, im Gegensatz zu den beiden vorherigen, kommt das Thema gar nicht rüber. Es ist klar ein Kartenspiel, natürlich. Man kann sehen, ah, ich spiele jetzt einen Plünderer oder meinen Gruppenanführer, der verstärkt meine Gruppe. Oder wenn ich ein Werkzeug dazugebe, dann kann ich bestimmte Sachen besser. Zum Beispiel kann ich mit dem Werkzeug jemanden erschlagen, habe deswegen mehr Kampfkraft oder so. Ja, okay, das ist dann schon im gewissen Maße thematisch. Aber natürlich kein Vergleich mit diesen beiden vorherigen Spielen. Ja, und dann wollen wir abschließend uns noch mit dem Streben nach Glück beschäftigen. Das Streben nach Glück ist ein Spiel von Autoren Adrian Abela und David Schirkop mit Illustrationen von Panayotiris Liris. Es ist für 1 bis 4 Spieler ab 12 Jahren, dauert ca. 90 Minuten und ist bei Atipia Games und dem Kobold Spieleverlag erschienen. Ja, auf das Streben nach Glück habe ich mich sehr gefreut.
Denn hier spielt man praktisch ein Leben nach und es steht ja auch unten auf der Packung, führe das Leben, das du dir immer erträumt hast. Und das finde ich schon mal richtig cool und man hat hier tatsächlich, man spielt durch vom Teenager bis zum Lebensabend, also praktisch das ganze Leben durch und man kann sich komplett frei entscheiden, was will ich eigentlich tun. Man kann eine Beziehung eingehen mit Mann oder Frau, man kann einen Job annehmen, man kann sich coole Hobbys suchen, man kann an Wettbewerben teilnehmen, man kann einen Nebenjob annehmen und. Also all die Sachen kann man machen. Man kann sogar mehrere Beziehungen gleichzeitig führen. Das führt allerdings ein bisschen zu Stress, was man ja auch nachvollziehen kann. Man kann in seinem Job aufsteigen. Also richtig cool gemacht und richtig viele Möglichkeiten. Ich finde auch, dass es, also hier wurde viel Liebe ins Detail gesteckt. Also die ganzen Aktivitäten zum Beispiel, die man machen kann. Das ist total lustig, was man dann macht, wenn man irgendwie einen Tanzkurs belegt hat, mal am Anfang zwei linke Füße und hinten raus wird man richtig gut zum Beispiel. Oder hier, wenn man jemanden kennenlernen möchte, muss man den erst daten. Dann hat man eine Beziehung irgendwann und später kann man eine Familie gründen. Also das ist schon richtig cool gemacht. Oder hier, wenn man sich ein Boot kauft, am Anfang hat man nur ein Ruderboot, dann so ein Kabinenkreuzer und am Ende dann eine Yacht. Also wirklich viel Liebe ins Detail gesteckt. Es ist ganz toll, immer vieles zu entdecken. Es gibt sehr viele Karten, das heißt auch nach vielen Partien lernt man immer wieder noch neue Karten kennen, die man noch nicht kennt, neue Aktivitäten kennen. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und das ist irgendwie total cool. Man setzt sich hier so Lebensziele und versucht, die zu erreichen. Und das fühlt sich einfach cool an, wenn man sagen kann, okay, jetzt kann ich hier, zum Beispiel, ich habe mein Lebensziel war ja Workout. Ja, am Anfang habe ich Arme Workout gemacht, dadurch wurde ich ein bisschen unglücklich, weil mich das so angestrengt hat. Später habe ich mich auf die Beine konzentriert, das ging schon ein bisschen besser. Und am Ende hatte ich Muskeln aus Stahl. Ja, das ist cool, das gefällt mir sehr, sehr gut. Leider muss ich sagen, vom Mechanismus her, also klar, es basiert alles auf Karten, das finde ich auch nicht weiter schlimm, aber es gibt zu jeder Kartensorte, und das sind eben nicht nur die vier, sondern auch innerhalb gibt es unterschiedliche Karten, zum Beispiel Aktivität und Gegenstand, oder hier gibt es eben Wettbewerbe, Lebensziele und kurzfristige Ziele, und zu jeder dieser einzelnen Kartensorten gibt es andere Regeln. Manche werden nach der Runde abgeschmissen, manche behält man. Bei manchen muss man auf Level 1 einsteigen und sich dann vorarbeiten, bei anderen kann man direkt weiter unten einsteigen. Manche kosten am Ende der Runde Ressourcen, andere nicht. Und dann gibt's, man hat so ein Limit von 3 Karten, dazu zählen aber nur bestimmte Kartensorten und man muss sich dann merken, welche Kartensorten jetzt zu dem Limit dazugehören und welche nicht. Und manche muss man fortlaufend entwickeln, andere wiederum nicht. Von manchen darf man nur eine haben, von anderen mehrere. Wenn man von anderen mehrere hat, so wie bei der Beziehung, dann gibt's extra Stress. Und das finde ich ganz, ganz schwierig, weil tatsächlich auch nach vielen Partien mussten wir immer wieder Regeldetails nachgucken. Es steht alles in der Anleitung drin, aber wir haben es auch, ich glaube, schon in Partie 4 immer noch nicht geschafft, ohne Anleitung zu spielen. Und das finde ich schade, weil das nimmt so viel von diesem Gefühl weg. Weil man fühlt sich nicht so frei und so, komm, ich habe jetzt Bock, das zu machen, sondern, warte mal, wenn ich jetzt das nehme, zählt das jetzt in 3 Karten oder nicht? Habe ich jetzt eigentlich schon 3 oder nicht? Ah ja, ich habe schon 3, ja, dann kann ich die jetzt nicht nehmen. Dann nehme ich vielleicht auch eher die, aber das ist jetzt wieder die andere. Wie war das nochmal mit denen? Und das ist dann so traurig, weil dieses fluffig leichte, ey, ich spiele mein Leben durch und ey, ich habe diese coolen Sachen, die ich machen kann, geht eben dadurch ein bisschen verloren, dass ich ständig drüber nachdenken muss, kann ich das jetzt oder eigentlich nicht, weil mein Limit beschränkt ist und so weiter. Und das finde ich sehr, sehr schade. Da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass sie einfach ein paar Regeldetails rausnehmen, sodass man einfach ein bisschen mehr dieses luftig leichte Spiel hat. Dieses Spiel, ich spiele mein Leben durch. Das finde ich ein bisschen schade. Und weil ansonsten finde ich es echt cool gemacht und auch
mit dem Stress. Je älter man wird, desto mehr Stress kriegt man. Und man spielt so lange, bis man gestorben ist. Spätestens nach der dritten Runde, wenn man praktisch schon richtig alt ist, dann stirbt man auf jeden Fall, weil da bekommt man neuen Stress und das überlebt keiner. Aber man kann eben so spielen, dass man sehr stressarm gelebt hat, sodass man hier auf der Stressleiste auch weit nach unten gekommen ist. Dann wird man mehr Runden spielen können. Allerdings wird einem das auch später, man hat hier praktisch ein Worker Placement eigentlich, man hat diese Sanduhren als Aktivitäten, die man macht, als Worker praktisch. Und hinten raus verliert man auch Worker. Dann muss man sich überlegen, okay, lohnt es sich überhaupt so viel zu investieren, dass ich die letzte Runde spielen kann? Weil ich hätte dann eh nur ein oder zwei Sachen, die ich machen kann. Dafür muss ich aber weiter vorne ein oder zwei Sachen praktisch investieren, um überhaupt weniger Stress zu haben. Oder rentiert sich das gar nicht? Und da gibt es viel auszuprobieren. Was ich vorhin bemängelt habe, hier vor allem bei Dice Hospital, dass es eben wenig Strategien gibt, die man ausprobieren kann. Das habe ich hier, weil ich kann super viel. Ich kann gucken mit Beziehungen, dass ich da weit vorne kriege, weil die bringen mir dann jede Runde Punkte. Ich kann gucken, dass ich in meinem Job gut vorankomme, weil da kriege ich richtig viel Geld. Mit dem Geld kann ich mir hier tolle Sachen leisten, die mir wiederum Punkte bringen. Also da gibt es viele Sachen, die ich ausprobieren kann und die auch Spaß machen auszuprobieren, wenn ich eben diese vielen kleinen Regeldetails und diese vielen kleinen verschiedenen Kartenarten wären, die einem das Spiel wirklich ein bisschen vermiesen, weil man dauernd nachgucken muss. Aber ansonsten, cool auszuprobieren, macht viel Spaß, ist sehr stimmig gemacht und ja, ich würde sagen, gönn dir. Dann hatten wir heute 4 thematische Spiele, 4 große Spiele auf dem Tisch. Der Tisch ist wahnsinnig voll mal wieder. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, habt ein bisschen verstanden, wie die Thematik und die Mechanik ineinander greifen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.